Willkommen zurück zu Ranch Simulator. Der Bus hat mich gerade hier abgesetzt. Ich laufe mal schnell zur Ranch hoch. Mal gucken, ob ich Auri. Ah! Hallo! Wow. Hilfe! Hallo. Hilfe! Moment! Ah, so. Hallo, hallo. Ich muss mal die Waffe wegpacken. Da war gerade Wieso? noch ein Hirsch. Ein Hirsch! Okay. Ein Hirsch. So. Ah, Kühe. Schön, dass du wieder helfen kommst auf dem Ja, Hof. ich freue mich. So, wo? Wir haben wieder Schweine. Ja, zwei Eber. Eva, ah, okay, ich sehe. Ich wollte noch vier Säue, und zwei Eber holen. Okay, ich sehe hier noch eine Blaupause rumstehen. Ja, ich dachte vielleicht noch einen zusätzlichen Trog war ich gerade dabei zu bauen. Ach, das hast du ja noch gar nicht gesehen hier. Ich dachte Wow. mir, weil ich wollte ja mal eine etwas Was? bessere Wurstmanufaktur. Ah. Ja. Haben richtig mit Panoramablick hier. Ja, Genau, das ist guckt man ja. nicht die ganze Zeit so, ne? So. Okay, Das krass. gefällt mir besser als mit der Lampe. Das ist ja richtig strukturiert hier. Oh, hier noch ein bisschen Licht anmachen. Geht's hier auch noch weiter bei der Tür? Nö, geht's raus. Ach so, okay. Oh. Man könnte oben noch anbauen, aber das kommt drauf an. Und hier ist die Sägerei. Hier habe ich noch eine kleine Sägerei gebaut. Ah. Gibt es eine Sägerei? Sägewerk. Oder ja, ein Oder Sägewerk. ist es die Sägemühle, je nachdem. Neben der Metzgerei ist die Sägerei halt, ne? Also so Sägewerke bieten sich halt an Flüssen oder so an, weil du das gleich dann mit Wasser betreiben kannst. Aber ja. Ja. Also wir Ansonsten. können jetzt entweder alle melken oder die Schweine holen. Und dann alle melken. Wie du magst. Mit was holen wir die Schweine? Passen die in den großen LKW rein? Ich hoffe in den großen LKW. Ich hoffe, dass die da nicht Liebe machen auf der Fahrt. Okay. Also ich. E. So. Bist du drin? Ich sehe das immer nicht jetzt. Ja, okay. Also, Motor wieder starten. Also vier Säue und zwei Eber. Ich muss Machen wir erstmal kurz nach vier. hinten schauen, weil ich sonst vielleicht an dem Baum nicht vorbeikomme. So. Aber mir ruckelt es ein wenig. FPS ein bisschen niedrig. So, oh Gott, dass die Autos immer schneller werden hier bergab. Oh, 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 Scheiße. Ja, das muss doch passen. Also, ich versuche mal in Ego-Perspektive zu fahren. So, vielleicht klappt das besser. Ist die Ladefläche frei bei dem LKW oder hast du da irgendwas schon eingeladen? Nee, ich meine, wer frei. Okay. So. Ich park mal davor. So. Bitte aussteigen. Okay, jetzt bin ich hier. Rampe aufmachen. Klappe. Erstmal die zwei Eber. Okay, einfangen. Einen habe ich schon mal. Komm mit, komm mit. So, bitte einsteigen. Passt. Ja, könnte gut klappen mit den vier Säulen jetzt.
Eine. Also die hinteren. Oh, das sieht aber doch nicht so gut aus. Wieso stehen die so weit auseinander? Ja, bei mir steht eine draußen. Kein Platz mehr angeblich. Ich Ja, da versuche müssen wir die erstmal stehen lassen hier. mal reinzuspringen, ob sie vielleicht danach kommt. Sieht auch nicht danach aus. Komisch. Moment, wenn ich zufällig hier drin stehe und jetzt, na komm, so, nein, da steht herausholen. Okay, bringt nichts. Ja, da müssen wir die später einfangen. Warte, führe ich die mal hinter zum Gatter. Komm, komm, Schweinchen. Die bleiben eh in der Nähe Achso, vom Geschäft. okay. Jetzt wissen wir nicht mehr, was was war. Doch, die vorderen waren die Eber, ne? Die Ja. hatten wir ja nicht. Gut. Ist ja wichtig, wenn es nicht wieder so eskalieren soll. Ich lenke, es passiert nichts. Okay, doch. Es geht. Oh, bremsen. Gut, gut, gut. Ich dachte, ich fahre, ehrlich gesagt. Ach so, fährst du? Okay, warte. Ich habe Ego-Perspektive und sitz am Lenkrad. Moment. Warte. Ich habe wirklich Ego-Perspektive. Perspektive. Okay, ich steig mal aus. Warte, so, Ja, ich also drück. ich weiß jetzt nicht, wer gefahren ist. Also, da ich Ego-Perspektive hatte, saß ich am Steuer. Okay, steig du noch mal ein? So, okay, du Vielleicht sitzt am müsstest du das Steuer. Wenn Steuer ich halten. jetzt einsteige, habe ich wieder die. Naja, okay, dann fährst du. Ja. Merkwürdig. Ah, stimmt, ich kann mich nicht umschauen hier im Fahrzeug. Nein, 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 das hättest du wohl gern. Ich führe das noch ein bisschen weg und dann nehme ich die Kuh. Ah, warte, ich mach das schon, ich mach das schon. So, jetzt müsste ich aber noch mal gucken, ob das jetzt ein Eber ist. Ja, sieht so aus, ne? Hier. Ja. Komm mit, komm mit, komm mit. So. Dann Schafft man jetzt. noch zwei Säue? Oder ja, ne, müssten wir schaffen. Meinst du von der Zeit oder? Ja. Klar.
Licht anmachen. Hier vorbei. Ist mehr Platz. Ein schön dunkel. Muss man jetzt die Schweine suchen? Machen wir irgendwann noch mal einen Schlachtertag? Okay, eine Sau sehe ich schon mal. So, aussteigen. Stirnlampe an. Okay, die läuft hier vorbei. Nimmst du die? Ich schau mal. Zufällig die andere irgendwo sehe. Hier. Hab Ah. sie. Also, okay, super. Sitzt du ja? Ja. Schon bald beginnt ein neuer Tag, der Ja. uns viel Neues bringen mag. Was für eine wunderschöne Singstimme du Ja, hast. ne, engelsgleich, muss ich auch sagen. Ich bin immer wieder sehr, ich werde auch immer drauf angesprochen. Glaube ich. So. Das waren Säuer. Die kommen ja hier Genau. hinten rein. So. Aussteigen. Ne, erstmal Licht aus. Aussteigen. Ah, sehr gut, die laufen nicht weg, weil es ist ja spät am Abend. So. So. Yeah. Ja, dann machen wir nochmal den Trog voll. Und dann. Soll ich das Auto noch einparken? So, Ah ja, das oder wäre brau. gut. Ja. Oh Gott. Jetzt muss ich doch wieder Außenansicht machen. Achtung. Nicht hinterm LKW stehen. Reicht. Das reicht natürlich nicht. Vorsichtig. Ja. Licht ist aus. So, Jetzt können wir erstmal schlafen, kurz eine Runde, damit wir auch okay.
Ausgeruht Jawohl. sind. Tür zu. Stirnlampe aus. Gute Nacht. Gute Nacht. Und Guten guten Morgen. Morgen. Oh, ich kann hier zum Fenster reinschauen, wenn ich hier auf der Seite schlafe. So aufstehen. Dann gleich die Kühe. Ja, ich nehme dann die alten sozusagen. Die alten. Okay. Dann Gleich fort. Käse und dann Ach so, bei den so, Kühen muss ich Whitey mir ja 1. jetzt wieder die Farben merken. Ja, es Okay. geht eigentlich. So, ich stelle mal die Milchkanne hierher. Muss ich nicht so weit laufen. Jeder sein eigenes System. So. Fangen wir erstmal mit der Whitey schwarz-weißen an. 2. Braun-weiß meine ich natürlich. So, G1. Nummer 2. Zu schnell gedrückt. Oh. Ah, davon sind die Weißen. Dann nehmen wir dich doch gleich dran. So, zack, zack, peng. Ja, mu. Nicht Mut, die schreien. Ja, zwischendurch mut auch eine. Ach so, okay. So, wo ist jetzt die andere Weiße hin? Die war doch noch hier von. Hinterm Zelt versteckt. Nur ist auch gemolken. Oh, kommt dran. Ja. Jetzt werde ich hier von allen möglichen Tieren umzingelt. So. Das waren jetzt die Weißen, du Braune. Bleib stehen. So, und sofort zu Cheese verarbeiten. Ah, da ist gleich die nächste. Ah, diesmal klappt das ja. Ich bin nicht durcheinander gekommen, welche Kuh ich schon hatte, welche nicht. Sechs geht gerade noch so. Vielleicht schafft man auch irgendwann mal mehr, aber Ich nicht. Auf keinen Fall. So, einmal dahin. Milchkanne holen. Springen. Da Milch, da Milch.
Gott. So, überall Eier drin. Wieder E drücken. So, ja, Kaffee, Fleisch kann man ja nicht. Lauschimmel, Weißschimmel. Ach Gott, nein. Hineingeben, hineingeben. Kochen, 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 kochen. So. Kocht mein Käse, kocht. Produkt nehmen. Mir noch genug. Schrank zu. Yeah. Kanne wegbringen. Entfernen. Oh, Entschuldigung. Anlauf. Jetzt. Schon fertig? Okay. Okay, da gucke ich mal nach den Hühnern. Aufheben. Meine Güte. Hier liegen sehr viele Eier rum. Oh Gott. Nicht mehr so gekommen. Schau mal hier über den Zaun. Nur Warte, so. ja, ich habe schon mal viel Eier gesehen. Ja, und Ja. auch eingesammelt dann. Zeig ich mal. So, wenn jetzt so überwältigend ist. Wenn man hier Ja. nur zur Tür hier reingehen will, ist das schon ein Minenfeld. Ein bisschen. Ich sammle mal jetzt ein paar Stunden Eier. So, hinhocken. Oh Gott. Hähne laufen mir jetzt nicht noch im Weg rum. Kann ich nicht einsammeln. Ich brauche hier einen Besen, die kehre ich einfach zusammen. Haben wir ein Rasenmäher? Kann ich die mit dem Rasenmäher einsammeln? Die Straßenkehrmaschine. Oh mein Gott. Ob der Korb irgendwann voll ist. So eine Kühlbox hat ja auch ein Fassungsvermögen. Eine Begrenzung. So, da. Ah, okay, die Treppe ist schon mal frei. Das Zeug's noch weg. Hühner bleibt jetzt im Stall, nicht rauskommen. Das. Macht das nur noch schwieriger hier.
Moment, Ego-Perspektive. Ah. Ah. Oh, das geht besser. Da kann ich besser zielen. Ja, da guckt ihr, ihr Hühner. Pack, pack. Hier mal der Fuchs kommt oder der Wolf. Ja, ich Ja, habe noch keinen nimmt Wolf gesehen. Ich glaube, die der sind nimmt euch ausgestorben. alle mit, wenn ihr so laut rumgaggert. Aber dir geht's gut, ne? Ja, mir geht's gut. Das ist gut. Das ist gut. So, ich habe jetzt draußen nochmal jeweils ein Futter und einen Wassertrog. Nicht, dass die Schweine wieder alles versperren Ja. vor dem allgemeinen Wellness-Tag. Na komm. Jetzt ist der Stall dran. Da kann man ja erstmal reinhalten. Wie wahnsinnig. Auf der Taste bleiben nutzt nichts. Schade. Da. Ein Ei. Wo ist eigentlich der dritte Korb? Vielleicht auf dem Buggy? Nee. In dem Ah, ja. Nee. Wurstraum Genau. vielleicht? Genau, im Käseraum ist ja auch noch eine. So. Du hast keinen Hahn entdecken können, ne? Ich habe nicht danach geschaut, aber ich habe zumindest keinen bemerkt. Ich halte mal die Augen offen, aber nee. Henne, du bist jetzt genau in den Weg gelaufen. Seid ihr nicht froh, dass hier ein bisschen Platz wird? Bringt das gar nichts, so eine Ehrasur zu machen. Hey. Da müsste doch eigentlich immer ein Treffer sein, egal wo man gerade das Ja, so Hündchen hat. gefühlt ja. Gefühlt ja, aber so effektiv ist das hier. Gut, dann hole ich jetzt mal die Käsegeschichte. Also ist der Käse schon fertig, den wir gerade gemacht haben? Oder? Nee, die Eier, die da stehen. Ach so. Okay. Kann ja nie voll genug sein, Wollte dann schon kann man es vielleicht da sagen. draußen. Ach, kommt jetzt. So, jetzt machen wir einfach hier weiter
wo nicht so viel im Weg steht. Weg mit euch! Gut, die ist zur Seite gegangen. Sehr schön. Na, da. Da ist noch eins. Da wird man da ganz dulli im Kopf hier. So, das muss erstmal reichen hier. Da im Gras. Dann noch eins. So, Perspektive ändern, aufstehen. Okay, verdammt ist der Korb voll. Also langsam so eine Kastenmasse. Hier noch außen das Licht mal einschalten. Dass mehr als 30 sind. Hühner? Meine. Hm. Ich hätte gesagt ja, aber Na, dann müssten die ja mal irgendwie 1, 2, 4, die 6. Katze nicht Also ernsthaft zählen. gefühlt sind hier auf dem Futter, auf dem Wasserdruck schon 10 Hühner. Das hier sind im Stall bestimmt nochmal 30. Vielleicht sitzen die auf dem Wasserdruck, weil drin genau 30 sind. Oder es können immer nur 30 in den Stall gehen, aber um den Stall rum ist ja auch noch genug Platz. Also zum Übernachten gehen dann vielleicht nur 30 in den Stall. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Ja. Hauptsache, da ist kein Hahn dabei. Ja, Ist ja nicht mehr. keinen gesehen. Ja, da kein Glück. Ach, das sind schon wieder Eier. Wow! Ja. Ja, die Wir könnten auch Hühnerwurst machen. Hühnerwurst. Ich weiß nicht. Von so Hühner. 10 könnte man sich ja trennen. Ja, wir haben keinen Hahn mehr, also es werden nicht mehr Hühner. Und wir haben 3 Hähne nebenan. Ach so, st ja, stimmt. Ja, mein Kater hat auch, meint auch. Aber das können wir in der nächsten Folge entscheiden. Okay. So. Hier sind das definitiv zu viele Eier. Ja. Oh. Es macht So. mehr Spaß, die einzusammeln, wenn die rar sind. Rar. Wir können ja mal so ein paar Tage hier das Gatter Rare. auflassen. Rare Egg. Hat Und dann? dann rennen die wahrscheinlich zu den Hähnen. Dann haben wir verloren. Wenn wir hier plötzlich wilde Hühner auf der Ranch rumlaufen Nee, haben. dann, das fände ich ja auch gut, aber dann liegen genauso viele Eier überall rum. Wir die jetzt auswildern. Also ich finde, es würde ausreichen, wenn wir am Tag 15 Stück haben. Okay. Na gut, dann. Weil wir nur 12 Käse am Tag oft machen, ne? Und wir haben noch 2 Körbe. Und Ja. ansonsten. Okay, das Ei kriege ich nicht. So, lassen wir es. Was hältst du davon? Dann machen wir morgen Hühnerwurst. Genau. Erstmal wieder Perspektive wechseln. So viel Hühnerwurst, wie du magst. Gut.
eine Kühlbox voll oder zwei Kühlboxen voll. Jo. Komm, Ja. dann wandern. Ja. Wandern wir noch ein bisschen. Wandern wir ein bisschen. So. Ja. So. Ich finde das Wort Sägerei gut. Ja. Ist mit Sicherheit auch ein Wort. Ist nur Ein ein. Wort? Ja, es ist noch Ein nicht Wort? ganz so gebräuchlich, zumindest in meiner Auffassung. Aber es gibt bestimmt Meiner. genug Leute, die das sagen. Beispielsweise so Musik, nee. in Österreich haben die ja auch für viele Sachen andere Wörter oder in der Schweiz. Also, wie heißt das nochmal? Die haben beispielsweise in Österreich nicht Schlagsahne, die haben, glaube ich, Schlagoberst oder irgendwie sowas, oder? Oder ist das auch? Ja. Schlagoberst. Schlagoberst ist irgendwie entweder Schlagsahne oder saure Sahne. Oder beispielsweise schon alleine in Bayern. Da komme ich aber gerade nicht drauf, wie das heißt. Also, es gibt mit Sicherheit Leute, die sagen Sägerei. So, wo wollen wir hinwandern? Wandern wir mal. Vielleicht mal gucken, wie weit man hinterm Haus bauen kann. Ach, du willst Aber mehr, du suchst Bauland. ich weiß nicht, ob du die Folge nicht beenden willst. Okay, dann beenden wir die Folge hier. 3, 2, 1, Ende für diese Folge. Tschüss, ciao, bye bye.